Ich bin noch gar nicht ganz durch. Sie müssen mir Zeit lassen. Ich muss das alles mal irgendwie mal erstmal verdauen, dass ich das sehe. Das ist so wunderbar thematisch, so toll zusammenhängt, aufgebaut. Das habe ich so noch nie gesehen. Ich bin wirklich überrascht. Ich bin sehr glücklich. Denn da, wo Kunsthalle Emden draufsteht, ist vom 22. Juni bis zum 22. September ganz viel Otto drin. Coming Home, Hi kommt nach Hus, heißt die Schau, die Ostfrieslands berühmtesten Sohn in den Mittelpunkt stellt. Am Freitagvormittag bekamen Pressevertreter schon einmal zu sehen, auf was sich die Besucher freuen können. Demnach erklärte Direktor Dr. Stefan Borchert, umfasst die Sammlung das Frühwerk Ottos mit Zeichnungen aus Schülerzeiten etwa, aber auch Bühnenexponate stellen die Veranstalter aus. Es sei das erste Mal, betonte Borchert, dass eine Otto-Ausstellung in einem Kunstmuseum stattfindet. Diese Premiere lag nah, denn seit den 2010er Jahren hat Otto ja begonnen, intensiv zu malen, in Auseinandersetzung mit der Kunstgeschichte, nimmt sich mehr oder weniger berühmte Werke der Kunstgeschichte vor und, ja, wie soll man das sagen, ottoisiert sie. Ja? Sie wissen, da taucht ein Ottifanten auf, da taucht er selber auf, da gibt es dann den Sid, der ja auch schon zu so einer Art alter Ego von Otto geworden ist. Und all diese Motive werden Sie dann breit gefächert sehen durch die gesamte Kunstgeschichte, interessanterweise chronologisch rückwärts, von der Pop-Art etwa bis um 1500, Leonardo da Vinci, ist also mehr oder weniger alles zu vertreten. Aufgrund des Heimspiels geht der Kunsthallendirektor gar davon aus, dass Coming Home die meistbesuchte Ausstellung des Hauses werden könnte. Den Spitzenwert behauptet seit den Jahren 2004 und 2005 Edvard Munk. Auch deshalb dürften die Verantwortlichen zugesagt haben, als sich kurzfristig die Gelegenheit geboten hat. Jetzt oder irgendwann habe es geheißen, sagt Borchert. Lange überlegen mussten die Organisatoren nicht. Der Hitzeanstoß war dann seine Ausstellung in Frankfurt und letztlich auch in Hamburg im Museum für Kunst und Gewerbe. Und wir haben uns das angeschaut und denken, das wäre auch was für die Kunsthalle. Und natürlich der Emler Junge hier in der Kunsthalle. Ich muss sagen, dass es jetzt Realität geworden ist, darüber bin ich ganz begeistert. Der 70 Jahre alte Künstler weiß, die Menschen für sich zu gewinnen. Mit einem Lächeln auf den Lippen, seiner Schlagfertigkeit und nun auch seiner bildenden Kunst. Ist es dennoch etwas Besonderes, in seiner Heimatstadt Emden auszustellen? Auf jeden Fall, das sind Versuche. In Hamburg sind es Versuche gewesen, wie auch in Frankfurt oder so. Und hier ist ja die große Probe. Jetzt wird das Publikum hier, werde ich hier die Akzeptanz des Publikums erfinden und so, das weiß ich eben nicht. Das ist für mich so eine richtig große Herausforderung. Ich bin auch sehr aufgeregt. Das ist auch meine Haltung. Daran, dass seine Fans zahlreich erscheinen werden, zweifelt keiner. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre können die Ausstellung kostenlos besuchen. Sie ist dienstags von 10 bis 18 und samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Und am 22. Juni ist dort sogar Otto selbst anzutreffen.